am right in front of you. Look at me when I say I'm sure what I'm doing, so please let me stay till the morning comes and take me away. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert und das natürlich mit Herz. Und dabei? Micha, der Kameramann. Ganz genau, wieder hinter der Kamera. Genau. Mit ganz viel Herz. Und das ist nämlich heute unser Thema. Wir haben einen ganz rustikalen Türkranz gemacht, beziehungsweise Herz. Und das hier passend zu unserer Spätsommer trifft Herbstdeko. Ihr Lieben, und wenn ihr wissen wollt, wie dieser ganz simple und natürliche Kranz funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und das sind die Sachen, die wir heute brauchen für unseren Herbstkranz oder ich sage einfach mal Spätsommerkranz für die Haustür. Die Haus- oder den Hauseingang haben wir gerade gemacht und da fehlt jetzt einfach nochmal der Kranz bzw. das Herz. Und das ist die Basis. Ich habe hier einen Kleiderbügel aus der Reinigung. Dann habe ich 3 Töpfe an Heide gehabt. Die war noch von der Eingangsdeko. Aber hier habe ich einmal die Besenheide und hier die Heide ist auch vorne am Eingang. Die ist auch ein bisschen länger und die Töpfe kommen wieder vorne in den Vorgarten. Und Heu habe ich auf alle Fälle und ich würde sagen, wir fangen an. Und wir fangen an, uns das Herzchen zu biegen, indem wir erstmal das rund machen. Diese Knickstellen hier nehme ich immer als allererstes. Also der silberne Bügel ist immer ein bisschen härter. Es gibt jetzt die neuen, die sind weiß, zeige ich euch auch gleich. Und die sind super einfach zu biegen. Aber auch hier, wenn man ja erst die Knickstelle nimmt, einfach ein bisschen nach innen reinbiegt, dann geht das auch wunderbar. Dann könnt ihr den jetzt hier unten praktisch das Herzchen einmal die Spitze vorn, schön nach unten drücken, einmal in der Mitte. Und hier oben könnt ihr jetzt schon mal die beiden Höcker von dem Herzchen machen, indem ihr das jetzt hier auch ein bisschen reindrückt. Und dann nehme ich den Wickeldraht, gehe hier oben praktisch an diesem Hänger oder wo die Höcker zusammenkommen, binde mir das nur einmal fest, drücke mir das ein bisschen nach unten und ziehe mir den Draht jetzt hier einmal herum. Und jetzt könnt ihr natürlich alles nehmen, was ihr habt. Entweder Zeitungspapier. Ich nehme immer sehr gerne und sehr oft Moos. Aber heute haben wir die Basis und den Füllstoff, das Heu. Und das lege ich mir jetzt einfach nur an. Und damit bekomme ich jetzt eine tolle Fülle. Und dann passt das wunderbar auch zu unserem Eingang, weil wir da vorne praktisch den Mais und auch ganz viel Heu mit eindekoriert haben und dann spiegelt sich das wieder. Ich lege mir das jetzt an und gehe jetzt hier einmal komplett um das Herz herum. Einmal nur ein bisschen angelegt, auch von der anderen Seite natürlich, aber das geht automatisch und dann könnt ihr ganz locker hier mit dem Draht hier herumbinden. Und das mache ich jetzt einmal komplett. Ich habe mal schnell 2 gemacht, weil eine Freundin von mir wollte nämlich auch gerne 1 haben. Ich habe nämlich hier einmal den weißen Bügel und den silbernen. Und auch das geht wirklich super und ganz einfach. Ich nehme jetzt hier ein Stück von der Besenheide bzw. so ein paar Ästchen und lege mir das jetzt hier einmal ran. Guckt mal, wo ihr die Fülle haben wollt. Ich finde das ganz schön, wenn das so ein bisschen auseinander geht. Aber hier ist es natürlich praktisch, wenn die Heide hier schon so ein bisschen spitz in diese Spitze hineingeht, dann gibt es noch mal so eine tolle Form von dem Herzen. Und jetzt nehme ich den Bindedraht und drahte mir jetzt hier oder binde mir die Heide fest. Und jetzt nehme ich noch mal wieder ein bisschen Heu und lege mir das ebenfalls hier ran. Weil ich möchte, das andere war jetzt die Basis praktisch mit dem Heu. Ich möchte, dass das Heu jetzt hier genauso wie die Heide so ein bisschen leer dazu ist oder dazwischen ist. Und binde mir das jetzt hier auch nochmal wieder
an, dann nehme ich wieder die Heide und wechsle mich jetzt praktisch hier ab. Jetzt habe ich die Heide nach innen angelegt. Jetzt seht ihr hier das Heu, wie das dazwischen ruhig von der Länge richtig schön rausspringt. Und jetzt nehme ich mir wieder ein Büschel und lege mir die Heide nach oben an. Und wieder ein bisschen Heu, einfach so da reingelegt. Und wieder Heide. Einmal nach innen und wieder nach außen. Und so möchte ich das eigentlich, dass es richtig schön überall, ganz natürlich überall rausspringt. Da kann aber jeder machen, wie er das persönlich schön findet. Er kann es auch richtig schön ordentlich einbinden. Aber wir wollten hier ein bisschen wilden Charakter haben. Und das machen wir jetzt einmal komplett herum. Unten an der Spitze angekommen, gehe ich jetzt praktisch hier zurück. Also so wie ich jetzt hier runtergebunden habe, gehe ich auch tatsächlich zurück. Ich möchte das so alles in einer Richtung haben, aber ich gehe jetzt hier mit dieser Richtung wieder komplett zurück. Gehe jetzt nach oben. Also wir sind wunderbar rumgekommen, das heißt die Heide hat wirklich wunderbar, war sehr ausreichend und ich würde jetzt hier noch ein bisschen Heu einfach noch mal mit reinmachen, damit wir hier auch wirklich den Wechsel haben. Ansonsten ist der Übergang, finde ich, nicht so schön, aber dann sind wir hier nämlich schon einmal komplett rum und haben unser Herz schon fast fertig. Heute machen wir es richtig rustikal. Ich habe jetzt hier ein Stück von dem Jutestoff mir einfach mal eben so auf Länge abgeschnitten. Und ich werde mir jetzt hier erstmal den Draht, da sind wir ja nun fertig, hier ein bisschen abziehen und abschneiden. Und dann nehme ich hier den Jutestoff und werde mir beide Enden einmal hier so umlegen, dass ich hier praktisch jetzt zwei doppelte Seiten habe und werde in der Mitte das einfach nur mal eben so raffen. Und ich werde jetzt hier mit dem Draht, den ich ja sowieso hier schon dran habe, ein paar Mal um den Jutestoff herumgehen. Und dann haben wir hier wirklich eine ganz rustikale Schleife. Ich wollte das eigentlich auch gar nicht mit Bändern, weil ich finde, das Herz, dieses Freie, ist eigentlich perfekt. Da kommt ein Regenbogen, Regen ohne Ende, Sonne haben wir jetzt auch noch, das ist natürlich optimal. Und ich bin auch hier fertig jetzt mit unserer Schleife. Ich stecke jetzt hier den Draht, habe ich mir abgeschnitten, einfach unten rein. Ihr könnt euch die auch noch so ein bisschen aufbauschen, ihr könnt auch hier oben das noch ein bisschen ausfransen. Und auch da kann man das natürlich jetzt machen, wie man das mag. Ich habe aber auch noch das Juteband. Das knote ich mir jetzt hier oben an unserem Bügel an. Ihr könnt das natürlich auch mit Klebe fixieren, aber das hält auch so wirklich wunderbar. Und ich gehe jetzt hier einmal komplett rum, damit man das Weiße oder das Metallische nachher nicht mehr sehen kann. Und genau, verkleide mir das jetzt hier einmal bis nach unten hin. Kann auch gerne doppelt gemacht werden. Ihr könnt auch einmal runtergehen und nochmal wieder hoch. Ich habe mir das jetzt bis unten hin eingedreht und mit dem Rest gehe ich jetzt hier um die Schleife herum. Das heißt, hier könnt ihr jetzt in der Mitte nochmal das richtig wunderbar fixieren. Und wenn ihr mögt, kann man natürlich auch die Bänder runter hier noch ein bisschen nach unten laufen lassen. Dann müsste man sich natürlich nochmal ein Stück abschneiden, damit man es auch doppelt hat. Aber ich finde das so ganz niedlich. Einfach nur die Schleife hier oben und mit dem Rest verknote ich mir auf der anderen Seite. Und jetzt könnt ihr noch mal die ganz langen Heustückchen einfach ein bisschen kürzen, wenn man das mag. Ich finde das aber auch so wirklich optimal. Und ich finde jetzt auch diese rustikale Schleife, Micha, oder? Ja, sehr schön. Gefällt dir, ne? Ja. Genau, das war ihm auch wichtig, dass wir diesen schönen Kranz machen. Wir haben jetzt hier
nochmal das Band von dem anderen Kranz abgemacht und so wird das bei uns jetzt auch an die Tür gehängt. Eine Lichterkette habe ich noch gefunden, ein bisschen schwach mit den Batterien, aber egal. Und guck mal, ganz locker hier nur rumgezwirbelt und ich finde, das ist total klasse. Das Batteriefach werde ich mir einfach hier hinter, da kommt jetzt noch ein bisschen Filz dran, ein bisschen Filzstoff, damit das nicht an der Tür nachher so rumschrammt. Und das sieht man jetzt absolut überhaupt nicht, das ist hier hinter versteckt. Und ich würde sagen, wir gehen zum Eingang jetzt gleich, Micha, und dann können wir das wunderbar jetzt vorne eindekorieren. Das machen wir. Es regnet, wir haben es geschafft, der Kranz hängt und ja, das ist wirklich absoluter Landcharakter, was wir jetzt hier an der Tür haben und gefällt uns sehr gut. Gerade dieses simple, rustikale passt natürlich jetzt hier zu unserem wirklich farbenfrohen Eingang und ja, spiegelt sich hier hinten mit dem Heu und mit dem Mais natürlich wieder. Ihr Lieben, wir hoffen, dass wir euch heute inspirieren konnten. Dann freuen wir uns über den Daumen nach oben und ich würde sagen, die nächsten Tage wird wieder dekoriert, ganz fleißig mit eurer Conny und euer Micha, den Kameramann. Ganz genau. Fühlt euch ganz toll gedrückt. Bleibt gesund, bis die Tage und ein bisschen Sonnenschein. Tschüss. Tschüss. Oh, I can understand why you feel insecure. All the things I said and the things I did before. To stay on you, I'll take it away. If you let me stay, never mind. Your principles, if you feel this is right, we are here and now.